Hallihallöchen, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Ich wollte gerade den Geist angreifen, aber ich brauche ja die Skelette hier. Ich brauche die Skelette. Greifen, Sam. Ja, das Problem ist, die gibt's hier gar nicht so viel. Also. Ah, okay, da hinten ist noch ein riesen weiterer Spot, wo die auftauchen können. Da ist noch eins. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Man muss nur die Augen aufhalten. Na. Ah. Get out of my way. Peace. Ich brauche ein Ziel. Hä, hier sind aber gar keine. Warum führt mir das doch hier? Warte mal eben kurz. Okay. Wenn ich nämlich eine SMS bekomme, dann vibriert mein Handy. Ab und zu bekomme ich tatsächlich noch eine SMS. Bei WhatsApp oder so vibriert es nicht, aber bei einer SMS tatsächlich schon. Das ist übrigens mehr als Genussbilder. Denke ich, werde beim nächsten Part oder so auch mal wieder in den Dungeon gehen. Mal ein bisschen meine Rüstung up to date bringen. Denn unsere Gegenstände sind ja bei weitem noch nicht so, dass ich sagen würde, yo, besser geht's nicht. Waffe ist ganz gut, aber hier. Natürlich, die Waffe von Baron Totenfuhr, die ist halt deutlich zu schlecht. Vielleicht bekommen wir ja auch nochmal von der Quest irgendwo eine, aber... Who knows? Jungtiere erlöst, bösartiges Jungtier getötet. Ach, das war das Lithik-Versteck. Ezekiel in Shattrad sprechen. Das können wir gleich auch machen. Wie heißen nochmal diese unsichtbaren Pferde aus Harry Potter? Testrale, genau. Sieht aus wie ein Testral. Und hier sind Quests? What? Das Glück sei bei Nacht verschleppt. Unser kleiner Außenposten wird ständig angegriffen. Vor ein paar Nächten haben die Spinnen des Netherweber-Kamms, der am südöstlichen Ende der Knochenwüste liegt, unser Lager überfallen. Sie haben viele von uns vergiftet, in ihre Netze gewickelt und fortgetragen. Einige unserer Krieger haben zu den Waffen gegriffen und sind den Spinnen todesmutig in die finstere Nacht gefolgt. Wir haben weder die Gefangenen noch die Krieger seit diesem Tage wiedergesehen. Wir hoffen, dass sie noch am Leben sind. Vielleicht halten diese Spinnen sie gefangen. Wir sind nur so wenige. Könnt ihr nach unseren Leuten suchen? Dionys Akka. Ah, hier, bei Nacht verschleppt. Da bin ich mal auch gespannt, wie das aussieht. War schön geschrieben, der Questtext. Ein unangenehmes Begräbnis. Gibt es nichts, was man gegen diese Flut der Verderbnis tun kann? Meine Soldaten kämpfen schon seit Tagen gegen die Auchenei und ein Ende ist nicht in Sicht. Jeder Gefallene, ob Shatar oder Auchenei, wird sofort vom Schlachtfeld gezerrt. Ihre Seelen werden geraubt und an unbekannte Orte gebracht.
Das werde ich nicht zulassen. Ein angemessenes Begräbnis ist leider nicht möglich, aber diese Bestien werden ihre Seele nicht bekommen. Nehmt diese Fackel und begebt euch zum Schlachtfeld östlich von hier. Verbrennt jeden Leichnam, den ihr finden könnt. Wir werden ihre Rituale nicht verstärken. Mögen eure Tage lang. Das Schreckensrelikt. Vor langer Zeit machte sich eine Karawane auf den Weg nach Auchendun mit der Mission, ein Schreckensrelikt aus den uralten Gräbern unter der Stadt der Toten zu bergen. Sie sind geflohen, aber das Relikt sollte ihr Untergang sein. Das Relikt ist böse und ruft Böses herbei, wenn es berührt wird. Ihre Karawane wurde irgendwo im Osten vernichtet. Dieses finstere Artefakt ist der Schlüssel zu meinem schrecklichen Plan, Teribus, den Verfluchten, zu töten. Eine Kreatur, die über der Knochenwüste ihre Kreise zieht. Wenn ihr wünscht, könntet ihr mir helfen, euer Leben und eure Seele stehen dabei auf dem Spiel. Meine Güte. Lesen heute auch wieder ein Point. In den Knochen wühlen. Heda, ihr seht aus, als könntet ihr ganz gut auf euch selbst aufpassen, Tauren. Meine Truppen und ich sind hier auf der Suche nach einem Leibwächter, der auf uns aufpasst, während wir zu einer Ausgrabungsstätte im Norden gehen. Die Bezahlung ist ziemlich gut und ihr müsst nur schauen, dass keine fiese Kreatur mich oder meine Angestellten tötet. Wenn ihr es heil zurückschafft, ohne irgendwelche Todesopfer, wird Zwergowitz da drüben euch bezahlen. Na gut, machen wir. Machen wir als erstes. Das ist übrigens Zwergowitz. Guck mal, die hacken die ganze Zeit. Die hacken beim Latschen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Schön ist, dass sie sich vom Hacken nicht abhalten lassen, wenn ich hier am Fighten bin. Doch, tun sie. Schade. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich töte alles, was in 10 Quere kommen könnte. Ich bin außer Reichweite. Ein Ziel. Das war knapp. Jetzt hätten sie sich in den Kampf auch noch eingemischt. Da hinten wird uns nicht im Wege stehen. Nichts aus dem Boden zu kommen. Ich glaube, hier ist etwas vergraben unter dem Sand. Wahrscheinlich graben die gleich irgendein Monster aus. Ich habe es fast. Ich sag, da kommt ein Monster aus dem Boden. Nee, eine Trommel. Bei Brands brüchigen Bananen. Was ist das? Es sieht aus wie eine Trommel. Jetzt hau dann bloß nicht drauf. Toll, eine Trommel. Diese Entdeckung wird die moderne Archäologie in ihren Grundfesten erschüttern. Ja super, können wir jetzt gehen? In der Wüste kriege ich eine Gänsehaut. Seid ihr wahnsinnig? Ihr erwartet von mir, dass ich eine Trommel zurücklasse, ohne sie zuvor zu schlagen? Nicht dieser Sohn von Eisenschmiede. Nein, mein Herr. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hau drauf. Jetzt labern die hier. Einen Ast.
Ja, tu es doch. Der Knochenwühler. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Na, was habe ich gesagt? Ich sagte euch, dass hier etwas ist. Ihr wart eine enorme Hilfe tauchen. Lasst uns hier verschwinden, bevor mehr von diesen Dingern auftauchen. Ich lasse Zwergowitz. Wir wissen, dass ihr eure Aufgabe bewundernswert erfüllt habt. Guck mal, die haken die ganze Zeit beim Latschen. Das sieht so dämlich aus. Die Quest ist übrigens nicht cool. Es dauert irgendwie gefühlt Ewigkeiten. Ich muss näher ran. Das sind auch unterschiedliche, ne? Verteidiger und Kämpfer muss man verbrennen. Weil das jetzt doch zügig geht. Ich hatte in Erinnerung, dass das irgendwie voll ewig dauert. Ich muss näher ran. Aber es hält sich in Grenzen. Den hatten wir schon, ich brauche Kämpfer. Kämpfer! I need fighters. Das ist ein Kämpfer. Das ist ein Verteidiger. Ach nee, ist. Ach, wir haben schon fertig. Abgeschlossen. Wir brauchen einen Helden. Es reicht, wir brauchen einen Helden. Unsere Streitkräfte können der immer wachsenden Zahl der Auchenei nicht mehr Herr werden. Kommandant Ravage, schaut euch an. Wollt ihr unsere Helden sein? Kehrt zum Schlachtfeld zurück und greift ihre Soldaten an. Beschädigt sie, damit meine Späher hinter die Linien gelangen und herausfinden können, was sie dort vorbereiten. Verliert euren Glauben. Ich bin ganz Ohr. Stampfen. Würdet ihr gerne noch mehr Aufgaben für die Forscherliga erledigen? Wir alle hier finden diese Knochenwürmer ziemlich faszinierend. Ich habe hier eine Trommel, die ihr draußen in der Knochenwüste benutzen könnt. Schlagt sie einfach und schaut, was dabei herauskommt. Wenn es ein Wurm ist, dann tötet ihn und bringt uns den Kadaver, damit wir ihn untersuchen können. Wir werden eine ganze Menge an Kadavern brauchen, wenn wir ein repräsentatives Testergebnis erzielen wollen. Man sieht sie. Ach so, einfach nur wieder viele auch in Nice töten. Das ist zu weit entfernt. Da haben wir ja schon Übung drin. Er wollte sich heilen, junges Kerl. Er wollte sich heilen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich habe ein Ziel. Abgenommen Poros. Ich wusste gar nicht, dass sie diesen Betäubungsability haben. Das ist ein bisschen nervig. Und den Kämpfer, da habe ich gar nicht mal mehr. Ach so, die bringen einem sowieso nichts. Die brauchen wir gar nicht, die Kämpfer.
We don't need them. Gut, liebe Leute, dann soll es das an dieser Stelle auch gewesen sein. Wir hören uns nicht morgen, sondern übermorgen wieder. Wie gesagt, abwechselnd Vanilla Retail, Vanilla Retail. Über das Gothic 3 Projekt werde ich euch noch auf dem Laufenden halten. Wenn es kommt, dann werdet ihr es ja sehen. Mal gucken, wann ich nächste Woche dafür Zeit habe. Stronghold Crusader muss ja auch weitergehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns übermorgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.